Und wie immer an der Stelle auch der Disclaimer, auch wenn Ultimate Guard mir das zugeschickt hat, das ändert meine Meinung nicht. So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe noch mal was von Ultimate Guard. Und zwar haben die guten Leute von Ultimate Guard mir auch ein Frozen Bundle zugeschickt. Mega Idee. Ich finde die Idee super. Ich finde die Umsetzung gut. Ich habe ein, zwei Sachen, die ich verbessern würde. Aber ansonsten, wie cool ist das denn? Ihr geht in den Local Game Store rein, ihr sagt, hey, es ist ein Draft. Ich habe keine Sleeves mit. Ich habe keine Deckbox mit. Ich habe keine Matte mit. Und man kann sagen, hier, geiles Bundle. Kostet irgendwie, ich glaube, knapp 30 Euro. Ein Zehner, ein Zehner, ein Zehner. Völlig faire Preise. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, limitiertes Bundle. Anscheinend ist das hier leider. Ich finde es cooler, wenn es nicht limitiert wäre. Weil, ja, die Limitation bringt einem nicht so viel. Man will das ja in einem Local Game Store haben. Man will das ja sehen. Die Verpackung ist so cool. Oh, das fühlt sich. Oh mein Gott, das ist. Was ist das denn für ein Schaumstoff? So, haben wir sonst irgendwas Interessantes auf der Box? White Katana Sleeves, Printed Playmats, Limited Standing Ice Bundle. Ding. Ja, nee. So, gucken wir uns erstmal an. Katanas kennt ihr? Ich habe über Katanas ein eigenes Video gemacht, das seht ihr dort oben verlinkt. Katanas sind sehr, sehr gut. Sie sind meine Go-To-Turniersleeves. Aktuell finden halt nicht so viele Turniere statt. Dementsprechend nutze ich meine Katanas aktuell nicht. Ist aber nicht schlimm. Ein Packen weißen Katana kann man immer gebrauchen. Dann haben wir einen Boulder, der ein bisschen fester drin ist. Das ist übrigens ein Kriterium, was ich habe. Mir ist das Katana hier rausgefallen, aber das ist eigentlich fest genug, wenn ich das hier wieder reindrücke. Das ist fest genug, als dass das nicht rausfällt. Eigentlich. Bei mir war es leider draußen. So, und, ach, komm schon, einmal der Boulder, 100er Case Boulder und dann halt echt ein edles Schaumstoff. Das muss man sagen, es fühlt sich nice an. Aber ist ja Müll. Dann gucken wir uns, was gucken wir uns zuerst an? Gucken wir uns zuerst den Boulder an. Weil das wird das sein, was die meisten Leute interessiert. Und erfahrungsgemäß schalten die Leute ja ab einer gewissen Zeit ab. Und deswegen will ich ihnen zumindest den Boulder mitgeben, weil das ist meiner Meinung nach das Interessanteste an diesem Set. Dieser wunderschöne Boulder. Ich weiß noch nicht, wie der gemacht ist. Also es ist auf jeden Fall kein Return-to-Earth-Boulder, wenn ich das hier richtig fühle und richtig rieche. Oh! Das hätte ich nicht tun sollen. Oh, der riecht sehr chemisch. Der riecht wirklich, wirklich chemisch. Ich bin mal gespannt, wenn ich den jetzt... ja, muss man kurz mal auslüften lassen. Aber dann ist der sehr, sehr hübsch. Also ihr habt außen, habt ihr auch wie bei den normalen Bouldern, diesen, ja ich sag mal, diesen samtigen Überzug tatsächlich, der so leicht samtig sich anfühlt. Richtig schön. Und innen drin ist der Hahn halt tatsächlich sehr klar und sehr sting. Und ja. Ja, es ist ganz hübsch. Also gefällt mir sehr gut. Gerade mit diesem Weiß-Blau, mit diesem Snow-artigen. Das können sie gerne öfter machen. Das finde ich richtig cool. Sie haben es ja mit Schnee. Also wissen es ja, also die Limited-Produkte, die ich euch vorgestellt habe von Ultimate Guard, wie zum Beispiel Treasure Hive, der ist ja auch so ein Snow-Ding. Und davor das Jahr war ja hier so ein Winter Edition Sidewinder, den auch nur für Stores gab. Auch mit so einer Schneeflocke drauf. Richtig cooles Teil. Und ja, also sie haben es mit Winter. Und es gefällt mir sehr gut, weil ich habe es auch mit Winter. Dementsprechend gefällt mir dieses Blau-Weiß, was man auch so ein bisschen als wolkig sehen könnte. Sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, ob sie das auch mal irgendwie mit Schwarz-Rot rausbringen oder war Schwarz-Rot wahrscheinlich zu krass sein, aber halt so mit anderen Sachen und ja, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall ein normaler Boulder in nicht durchsichtig und ja, muss man auslüften. Wie gesagt, Katanas hatte ich schon und dann gucken wir uns mal die Playmat an, die wir haben. Ich mache einmal ganz kurz den Magic-Trick. Die Matte ist cool. Ich finde die Matte richtig hübsch. Sie ist sehr hochauflösend. Also wenn ich mir das angucke, wenn man mal ein bisschen dran geht, das ist wirklich sehr hochauflösend und sieht
unglaublich schön aus, diese Eislandschaft. Hier hinten dieses Zeppelin, was da drin ist. Ist ja kein richtiges Zeppelin, so ein Heißluftballon. Oder Zeppelin? Nee, ist ein Heißluftballon. Irgendwas in dieser Richtung. Richtig schön. So ein Adventure-Boot. Hier unten dieser Fluss mit dem Eis dran. Dieser Berg. Passend übrigens zum neuen Kamigawa-Berg. Was ist der hübscheste Sternenzerstörer, den ihr kennt? Hier oben sieht das so aus, als wären da Menschen drauf. Also so klar habt ihr das vom Druck her. Seht ihr das? Da? Es sieht halt aus, als wären da Menschen drauf. Das ist so krass. Es ist so eine hohe Druckqualität. Wenn ich mir überlege, wie diese dumme Playmat von Sigurd Lair aussah und dann das hier angucke, Ultimate Guard, bitte, bitte, bitte überredet Wizards, dass ihr demnächst die Plattenmatten für die druckt. Das sieht wirklich gut aus. Das Einzige, was mir persönlich nicht gefällt, aber das ist persönliche Sache, ich mag bestickte Ränder. Also, ich bin jemand, ich mag den bestickten Rand. Es gibt ganz viele Gegner davon. Aber ich mag den. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, weil wenn ich dann so ein bisschen hier oben das Gefransel zum Beispiel habe, hier, ich weiß nicht, wie krass man es sieht, das gefällt mir nicht so gut, dann hätte ich lieber den bestickten Rand. Aber das ist eine minimale Kleinigkeit dafür, dass das ein Bundle ist, was einfach der Wahnsinn ist. Das könnt ihr so aufpicken, ihr habt eine coole Matte, ihr habt eine coole Box, ihr habt coole Sleeves, mit denen ihr spielen könnt, bei einem Draft-Event, ein Pre-Release und sonst was. Davon sollte sich jeder Store ein paar zurücklegen, weil das ist wirklich cool. Eine Sache habe ich noch. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass zusätzlich zu den Katana Standard Sleeves, weil man hat hier noch ein bisschen Platz, macht dieses Teil hier raus, es geht raus. Ich sehe ja hier, dass es rausgeht. Ja? Macht das raus und legt noch ein paar Inner Sleeves drunter. Inner Sleeves kosten 2-3 Euro, es kostet fast nichts. Bei Inner Sleeves drunter, Outer Sleeves, Deckbox, Matte, dann wäre ich endgültig zufrieden. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen, was zu einem echt geilen Produkt nochmal oben drauf ziehen würde. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin selten so hart begeistert. Ich bin oft begeistert von Ultimate Guard, aber ich bin selten so hart begeistert wie von dieser Idee des Bundles. Plus eben diese Thematik aufzugreifen mit dem Snow. Klar, man hätte die Katana vielleicht auch versuchen können zu bedrucken, aber nee, ich finde diese weißen Katana passen dann perfekt. Weiße Katana für den Schnee, blau für den Himmel und für die Berge. Dann diese Matte. Da hat man noch Bock. Also ich finde, da hat man Bock. Inner Sleeves mit rein und das Ganze nicht limitieren, sondern demnächst andere rausbringen, mehr rausbringen und die auch auf den Markt lassen. Hammer. Das würde ich mich mega drauf freuen. Ich finde es mega cool. Wenn ihr die Chance habt, pickt es ab, nutzt es. Es ist wirklich cool. Und ja, ich bin begeistert. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und wie immer an der Stelle auch der Disclaimer, auch wenn Ultimate Guard mir das zugeschickt hat, das ändert meine Meinung nicht. Ich habe auch schon so Produkte von Ultimate Guard in der Hand gehabt, die ich ein bisschen zerrissen habe, wo ich gesagt habe, oh nee, kauft das bloß nicht. Oder wofür sollte man das kaufen? Aber hier das ist ein absolut cooles Produkt. Und wenn ihr es auch cool findet und die Chance habt, dran zu kommen, dann holt es euch. Das ist wirklich cool. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blackseed. Ciao, ciao.